Hallo, herzlich willkommen bei IGTV. Ich heiße Faye und bin gerade in der Praxis Volksschule. Zuerst habe ich mal eine Frage an euch: Habt ihr euch eigentlich schon mal Gedanken über E-Autos, Bäume oder wer eigentlich für das Land Steiermark zuständig ist gemacht? Wir haben heute den, einen Gast, den Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer. Herzlich willkommen. Ja, freue mich, dass ich bei euch sein darf. Ich habe jetzt mal eine Frage an Sie. Sind E-Autos auch so unweltfreundlich, wenn man davon sagt? Und sind sie auch nicht manchmal gefährlich, wenn sie um die Kurve fahren und man ähm, hört sie nicht und man geht über die Straße? Wie sehen Sie das? Ja, das ist äh, schon auch eine Gefahr. Das haben wir ja schon erlebt, weil es ja etliche E-Autos gibt. Aber äh, im Grunde ist das ein Auto der Zukunft, ja? Es gibt äh, fünf äh, Länder bzw. fünf Städte auf der ganzen Welt. Ja, dazu gehört Graz, die E-Autos herstellen, unten bei der Magna. Ähm, was macht denn eigentlich ein Landeshauptmann? Ja, was ist denn die Arbeit so? Ja, ich koordiniere die Arbeit für die Landesregierung. Wir haben jeden Donnerstag eine Regierungssitzung. Es gibt in der Steiermark jetzt eine Koalition, also eine Zusammenarbeit zweier Parteien, nämlich der Sozialdemokraten und der Volkspartei. Und wir sind acht Regierungsmitglieder und die Beschlüsse müssen einstimmig fallen. Ja, und da geht es vom äh, Umweltschutz bis zur Förderung der Bauern und der Förderung der Musikvereine und der Bereitstellung von Mitteln, wenn äh, das erste Stallwerk nach 40 Jahren in Europa wieder gebaut wird, nämlich in Kapfenberg. Da geht es um Genehmigungen, da geht es um Verfahren. Und der Landeshauptmann hat auch Ressorts. Ich bin für die Gemeinden zuständig, für die Volkskultur und so weiter. Aber ist natürlich auch der, der koordiniert. Und viel unterwegs ist im Land. Ähm, ich habe jetzt noch eine Frage, nämlich, was macht denn eine gute Lehrerin oder ein guter Lehrer für Sie aus? Also wir haben da klare Vorstellungen. Sie sollte nicht so streng sein. Sie sollte gut erklären und gut helfen können. Und sie sollte lustig und humorvoll sein. Wie sehen Sie das? Auch so. Mhm. <laughs> also ähm, bei Streng, das war ja in meiner Zeit noch ein bisschen anders, äh, was Streng anlangt, aber auch ich habe gute Lehrer gehabt. Und das ist das Um- und Auf. Ich sage immer, wenn es äh, einen guten Kindergarten, eine Kindergrippe, eine möglichst äh, intakte Familie gibt und dann die Volksschule. Alles andere kommt dann, was den Schulbereich anlangt. Dann habe ich äh, in, äh, in Kombination mit den Vereinen in den Gemeinden schon alles, was man braucht, damit junge Leute in die Gemeinschaft gut hineinwachsen. Und äh, ich glaube, wir in der Steiermark haben begnadete Lehrerinnen und Lehrer. Mein Gott, die Ausnahme mag die Regel bestimmen. Also... Wie denken Sie, wird ein Wald in 20 Jahren aussehen? Wird es einfach so besonders wie ein Einhorn fast sein und so selten und, oder wenn man an einen Baum vorbeikommt, dann ruft man, wow, hurra, ich habe einen Baum gefunden. Wie denken ja, Sie da? Soweit dürfen wir es nicht kommen lassen. Die Steiermark ist ja das waldreichste Land Österreichs, gemeinsam mit der äh, Oberösterreich. Äh, eine Mehrheit unserer Fläche ist noch äh, Wald. Also das ähm, ja, dürfen wir schon festhalten. Aber wir müssen aufpassen, dass wir äh, das, was wir haben, die Ressourcen sozusagen nicht vergeuden, sondern nutzen, damit auch ihr und eure Kinder einmal äh, noch eine intakte Umwelt äh, vorfinden. Und da gibt es auch ein Waldschutzprogramm, äh, das äh, bestimmte Schlägerungen in bestimmten Gebieten, nicht erlaubt. Und die Steiermark nennt sich ja das grüne Herz Österreichs. Und das ist ja ein Hinweis darauf, dass es bei uns noch eine intakte Natur gibt. Gesunde Luft, Wasser. Wenn Sie heute bei euch zu Hause den Wasserhahn aufdrehen, das Wasser kannst du trinken. Das kannst du auch in Wien trinken, weil das Wasser ja von der Steiermark kommt. Aber das kannst du in vielen europäischen Städten nicht mehr trinken. Ja, jetzt rede ich gar nicht von anderen Kontinenten. Also, man darf ja nicht schönreden. Es äh, gibt auch bei uns Umweltsünden. Aber um Gottes Willen, so weit darf es nicht kommen, dass man da in 20 Jahren schaut, steht davor vor, bleibt stehen. Da, da sehe ich einen Baum. Nein, das dürfen wir nicht so weit kommen lassen. Ähm, haben Sie noch ein bisschen Zeit? Oder? Ja. Ja, okay. Also mit dem Wasser. Wissen Sie, also wie könnte man das irgendwie verbessern, weil die Leute tun ja voll viel Wasser und gibt es da nicht noch was anderes, was die Leute machen können? Und irgendwie am heißen Tagen nicht so viel Wasser verschwenden? Weil da trinkt man ja oft viel und geht ins Schwimmbad. Und ich war neulich mal auf Urlaub, da gab es sogar fast kein Wasser mehr, mehr, weil alle anderen ihre Pools angefüllt haben und so viel Wasser verbraucht haben. Ja, da, da, da bin ich für strengere äh, Regelungen, denn jetzt haben wir noch äh, im Großen und Ganzen kein Problem, aber wenn äh, die Trockenheit sehr, sehr lange anhält, die Hitze, wie wir sie jetzt haben, äh, dann haben wir ja zunächst einmal in der Südsteiermark und in der Oststeiermark plötzlich äh, Wasserprobleme, in anderen Teilen nicht. Und das ist schon ein Hinweis darauf, dass wir... Äh, das wisst ihr schon so gut, wie ich es weiß. Ohne Wasser gibt es kein Leben. Ja. Mit, mit Wasser kann man überleben. Ohne Wasser kann man nicht überleben. Also auf alles andere kann man zumindest eine Zeit lang verzichten, wenn ich Wasser habe. Und ähm, das, äh, es gibt zu viele Menschen, die das als, als äh, gegeben hinnehmen. Als äh, würde das nicht das wertvollste Gut sein. Und insofern bin ich schon dafür, dass man. Ähm, äh, zum Beispiel ab bestimmten Temperaturen sagt, Autowaschen äh, mit mit dem Wasser aus dem Hahn geht jetzt nicht äh, und dass man ein, den Wasserverbrauch durchaus auch kontrolliert, weil es ja nicht zulässig sein darf, dass der eine äh, auf Kosten des anderen Wasser verbraucht. Ähm, ich habe jetzt noch etwas, was ich sagen wollte. Viele Leute schmeißen ja Zigarettenstummel und anderen Müll auf die Straße, obwohl ganz nah Mistköbel stehen. Konnte man das irgendwie strenger regeln, dass sie das nicht mehr machen? Naja, das wäre ja schon geregelt, wenn es, wenn es Anständigkeit gäbe der Menschen. Das, das lernt ihr ja in der Schule und wir haben es ja auch gelernt, was darf man und was darf man nicht. Also ich bin sehr dafür, dass das demokratische Miteinander ausgeweitet wird, dass jeder seine Meinung sagen kann. Aber es, 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 es gibt, es muss Regeln geben wie wir sie ja auch für die Tiere haben, dass halt der Hundebesitzer ihr Sackel mit haben. Das machen mittlerweile sehr, sehr viele, einige aber nicht. Da bin ich schon dafür, dass man da etwas härter vorgeht. Und genauso ist es mit den Rauchern. Ich habe selbst einmal geraucht. Das ist ja einfach unschön und charakterlich nicht in Ordnung, weil man den Stummel einfach wegwirft. Man könnte ja vielleicht die mistkugeln mehr bauen, aber dann wäre das ja schon wieder, weil die Mülltonnen drinnen ist ja alles Plastik. Das Plastiksackal vom Müll. Da gibt hier mittlerweile auch schon so Papierkörbe. Und ich habe zum Beispiel zu Hause einen Karton, einen kleinen. Da werfen wir einfach das Papier rein. Aber. Denken Sie, wie kann man halt Material herholen, wo man umweltfreundlich, halt für die Umwelt zuliebe, einfach gute Müllton macht, die der Umwelt auch nicht schaden? Ja, das ist ein ganz äh, wichtiger Hinweis, denn äh, äh, wir können jetzt über die großen Weltklimaziele reden die wir jetzt von diesem Tisch aus vermutlich nicht beeinflussen können. Oder wir können uns schlicht und einfach die Frage stellen, was kann jede, was kann jeder von uns selbst tun? Und da ist zum Beispiel die Frage Mülltrennung etwas ganz, ganz Wichtiges. Bei uns zu Hause im Haushalt ist das auch so. Da geben wir das Papier hinein, da geben wir das Plastik hinein, da geben wir den sozusagen Restmüll hinein. Und ich habe vor ein paar Tagen, da hat Österreichweit, der österreichische gemeinde bundtag in graz stattgefunden äh, gesehen dass die firma Saumermacher zusammen mit der energie steiermark äh, eine neue art von mülltrennung versucht mit einigen Gemeinden, äh, bei uns sind da ähm, Feldkirchen äh, von, bei Graz und äh, Riegersburg dabei, da ist eine Villach dabei und eine niederösterreichische Gemeinde, die einen Sensor äh, in, in den sogenannten Müllkübel geben und dieser Sensor teilt, wenn die Müllabfuhr kommt, für den Fall, dass man zu Hause nicht geteilt hat. Es darf jetzt keine Einleitung sein, dass man alles reinschmeißt, aber hier gibt es ständig neue Systeme, wie wir auch auf den, auf den Hochschulen, insbesondere auf der Technischen Hochschule, mit AVL List, diese große äh, Verbrennungsmotorenfirma, äh, äh, jetzt in einem Forschungsprojekt mir gesagt haben, in 15 Jahren wird äh, kein Schadstoff mehr dabei sein bei dem, was beim Autoauspuff herauskommt. Also hier gibt es große technische Entwicklungen, aber... Jede und jeder muss schauen. Ich war vorige Woche allein zu Hause, weil meine Frau weg war. Und äh, habe dann auch einmal eingekauft, ja, ich meine, ich bin bekannt, mich kennen die Leute und schauen, ja, was tun sie da. Aber man nimmt halt das Papiersackel und nicht das Plastiksackel. Mhm. Äh, und mehr Kulper, jetzt muss ich mich selber kritisieren. Ich habe erst, wie ich schon zweit habe, gemerkt, ich habe eine Milch genommen. Meine Frau tut das nicht mehr. Ja? Die kauft die Glasflaschen und so weiter. Also, das, da kann man schauen. Klimaschutz kennt im Übrigen keine Ferien. Den muss man, den muss man, und Umweltschutz muss man 365 Tage im Jahr nicht nur darüber reden, sondern auch tun. Und ich sage immer, weil ich ja viel in den Gemeinden unterwegs bin, jede und jeder von uns kann was tun, indem ich eben bei den Lebensmitteln schaue, wo kommt das her? Indem ich im Winter keine keine Paradeiser kaufe, weil die bei uns in die Zeit nicht wachsen, die haben eine lange Anreise zu uns. Und und und, ja? Und das ist mein Brot auch mit den Semmeln. Erkundigt euch einmal, ich war jetzt in einer Bäckerei, Maschinenfabrik, was die mir erzählt haben, woher das, was dann die Teiglinge sind, ähm, die Container aus Asien kommen, das haben wir nicht notwendig. Wir haben selber genug Müll und Wasser. Also ganz einfache Dinge, das Kleine auch wieder fördern. Und da ich, bin ich ein bisschen optimistisch, weil ich, weil ich äh, aus den Bezirksbesuchen weiß, die Kaufhäuser, die kleineren, beginnen wieder. Die Bäckereien beginnen wieder und das ist erfreulich. Zwei Zlanke. Ja, das klingt ja ziemlich gut mit den Sensoren. Da braucht man auch nicht lange irgendwie bis zwei Kilometer bis zum nächsten Papiermüll gehen. Die Graz wird ja immer moderner und ja. Das war jetzt unser Interview und ich bedanke mich herzlich, dass Sie bei uns waren. Ja, ich bedanke mich bei euch. Ich bin ganz überrascht und gratuliere euch, was ihr schon alles über den Umweltschutz und zu anderen Themen wisst. Macht's weiter so, dann werdet ihr ein erfolgreiches Leben haben.